Hallo, ich habe mich zum Video über den Krieg in der Ukraine entschieden, weil ich ihn für eine absolute Katastrophe halte und ich das mit der Kuba-Krise vergleiche, aber als Kuba-Krise 2.0. Was 100% unumstritten ist, ist, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss. Da kommt es auf jeden Tag an. Und was bedeuten denn mehr Waffen in der Ukraine? Das heißt längerer Krieg, mehr Zerstörung, mehr Tote, mehr Leid. Und das ist ein Fakt. Das heißt, mit jedem Schuss, der aus einem Wohnhaus auf zum Beispiel russische Soldaten abgefeuert wird, werden die gezwungen, mit Luftwaffenunterstützung dieses Wohnhaus zu vernichten. Und damit entsteht tatsächlich, egal wie hoch die Verluste dann auf russischer Seite sind, auch ebenso ein viel, viel größerer Verlust in der Ukraine. Das heißt, jeder Tag, den der Krieg weitergeht, verursacht nur komplett unnötiges Leid, was ich nicht wieder rückgängig machen kann. Und deswegen muss der Krieg so schnell wie möglich beendet werden. Und die Lösung kann nicht sein, mehr Waffen und den maximalen Schaden anzurichten, egal auf welcher von diesen beiden Seiten. Was mich auch zu diesem Video bewogen hat, war die ständige Argumentation, dass es der erste völkerrechtswidrige Angriffskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Der erste Angriffskrieg, der mich wirklich nach der Wiedervereinigung auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat und wo ich gesagt habe, es kann doch wohl nicht wahr sein, das darf es nicht geben, das war der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der NATO gegen Jugoslawien. Aus heutige Serbien. 78 Tage lang hat die NATO dort alles komplett zerbombt, nur um den Kosovo unabhängig zu bomben. Und die Ähnlichkeit zur Ukraine ist nicht von der Hand zu weisen. Der Krieg damals hat 78 Tage gedauert, da komme ich aber noch dazu. Das heißt, es ist nicht das erste Mal und es ist nicht einmalig, was Russland tut. Es ist aber trotzdem extrem schrecklich. Aber die NATO hat genau das Gleiche 1999 getan. Was sicherlich auch allen klar ist, ist, dass dieser Krieg vermeidbar war mit der ganzen Vorgeschichte, die wir erlebt haben, mit den ganzen Verhandlungen. Und was aber etlichen nicht so klar scheint, ist, dass es noch viel, viel schlimmer kommen kann. Und darauf möchte ich auch hinweisen in diesem Bereich. Und deswegen habe ich mich für folgende Gliederung in der Argumentation von dem Video entschieden. Das erste ist, Krieg ist niemals eine Lösung. Beim zweiten Teil will ich auf die Ursachen des Ukraine-Kriegs eingehen. Beim dritten über die Wirtschaftssanktionen inklusive SWIFT, die überall im Raum stehen. Als viertes möchte ich gerade an die WHM ein Gedankenexperiment vermitteln. Als fünftes entsprechende Aufrufe um Lösungsvorschläge, um diesen Krieg und diesen Konflikt schnellstmöglich zu beenden. Und als sechstes meine WHM-Begriffserklärung dann durchführen. Ich habe ja auch bewusst ein paar Bilder genommen. Das eine ist aus der Kuba-Krise, die damals vernünftig noch gelöst werden konnte. Das andere ist ein Bild aus dem Vietnamkrieg, aus der Zeit des Napalm-Einsatzes. Hier ist ein Link, wo man die Bombardements damals noch Jugoslawien sehen kann, also den ersten Angriffskrieg der NATO, der direkt mit dem jetzigen Krieg vergleichbar ist. Und hier sind zwei Bilder aus dem Afghanistan-Krieg zu Bildern 1960 und 2016, bloß um einzustimmen, dass dieser Krieg keinesfalls so einmalig ist, wie er jetzt immer dargestellt wird. Wobei natürlich hundertprozentig klar ist, Krieg ist immer schrecklich und er ist fast immer vermeidbar. Was ich eine besondere Katastrophe finde, ist tatsächlich jetzt in der Ukraine, dass eigentliche Brüder gegeneinander kämpfen. Und das ist absolute Scheiße, wenn man sich überlegt, dass dort Russen und Ukrainer gegeneinander kämpfen. Das ist eigentlich kaum beschreibbar. Krieg ist niemals eine Lösung. Ich habe hier auf der rechten Seite mal die Kriege aufgeführt, die die NATO und die USA in der Zeit geführt haben, wobei natürlich einige wie in Libyen oder Vietnamkrieg jetzt schon lange zurückliegen. Aber was klar ist, die Operation Vereinigte Kräfte in Serbien war eine absolute Katastrophe. Auch dort hatte die NATO erst vor, bloß die Militärstützpunkte in Jugoslawien zu zerschießen und hat festgestellt, dass das nicht den militärischen Erfolg gebracht hat und hat danach in 78 Tagen die gesamte Infrastruktur zerbombt, also Brücken, Straßen, Schienen, Flughäfen, Energie, Industrie, Chemieanlagen inklusive der chinesischen Botschaft, die wurde auch vernichtet. Und damals musste Russland als Verbündeter von Serbien hilflos zusehen und nicht bloß Russland, sondern ich konnte auch nicht glauben, was ich dort gesehen habe. Das war für mich nach der Wiedervereinigung das größte Verbrechen,
Verbrechen, was kriegerisch durchgeführt worden ist, und das war durch die NATO durchgeführt. Und genauso schrecklich finde ich jetzt den Krieg in der Ukraine, und ich hoffe, dass da keine 78 Tage dauert. Und ich hoffe auch, dass dabei nicht die komplette Infrastruktur, die Kernkraftwerke oder die Chemieanlagen zerbombt werden, die das Land dann für ewig verseuchen. Damals im Krieg sind auch die Streubomben und die Uranmunition noch zum Einsatz gekommen, wie sich für einige, die sich erinnern können, auch noch erinnern sollten. Das war also eine absolute Katastrophe, und so eine Katastrophe gilt es zu verhindern in der Ukraine. Und deswegen wäre es auch zynisch zu sagen, wenn der Ukraine-Krieg zu Ende ist, dann von einem 1:1 zu sprechen. Aber mich ärgert extrem die Argumentation, dass Russland hier einen ersten Angriffskrieg führen würde. Der erste Angriffskrieg, den ich bewusst mitgekriegt habe nach der Wiedervereinigung, war 1999, der von der NATO gegen Jugoslawien. Das zeigt hier übrigens nochmal ein Bild, wie die demokratischen Kräfte, die Mudschahedin von Ronald Reagan 1983 empfangen wurden. Das war die Zeit, wo Afghanistan noch ein relativ gutes, entwickeltes, freies Land war. Und diese Unterstützung dann dazu geführt hat, zu dieser Situation, die wir jetzt in Afghanistan haben. So viel auch dazu, wenn sich der Westen jetzt immer so positiv darstellt. Jetzt kommen wir mal zu den Ursachen des Ukraine-Krieges. Hier habe ich nochmal die Afghanistan-Bilder von vorher, bevor der Westen die Freiheitskämpfer der Mudschahedin unterstützt hat. Das erste, dieses Video zeigt eindeutig, und das war ein brillantes Video von der Sarah Wagenknecht weit im Vorfeld des Kriegsbeginns, was eindeutig und ganz klar nachweist, dass Russland tatsächlich über 30 Jahre seit 1989 betrogen, belogen, übergangen, gedemütigt, beschimpft, verleumdet, sanktioniert, erpresst, destabilisiert und aufgeteilt wurde. Obwohl ihnen komplett 1990, es ist nachgewiesen, aber in der Zeit 89, 90 versprochen wurde, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern dies gilt ganz generell. Aber das Video von der Sarah Wagenknecht, ebenfalls hier verlinkt, argumentiert das richtig mit Zeitzeugenberichten und entsprechenden Ausschnitten sehr klar und deutlich, dass diese Aussage hier drüben stimmt. Im gleichen Zeitraum wurden auch die russischen Partner, die damals Afghanistan waren, Jugoslawien waren, Syrien waren, Libyen, komplett destabilisiert, aufgelöst. Wir kennen alle die Situation, die dort jetzt herrscht. Und Russland musste sich das gefallen lassen, weil es die ganze Zeit zu schwach war dafür. Und die eigentliche Katastrophe war der Held, den wir hier zur Wiedervereinigung gesehen haben, Michail Gorbatschow. Also Gorbatschow glaubte damals an das Gute im Menschen und an eine friedliche Welt. Und das war ein absolut fataler Fehler für Russland. Also für Russland war das Ganze eine komplette Katastrophe, weil das, was Gorbatschow angenommen hat, das, was ihm versprochen wurde, komplett gebrochen wurde. Und zwar vom Westen, der NATO und auch der Bundesrepublik Deutschland. Das nächste, ich habe jetzt mal begonnen mit einem Zitat aus der Bibel: Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und das hat 30 Jahre lang mit Russland perfekt funktioniert. Die ausgestreckten Hände von Putin und Lavrov, Lavrov hat er die ganze Zeit tatsächlich miterlebt, wurden immer wieder ausgeschlagen seit 1989, und die NATO rückte Schritt für Schritt bis an die russische Grenze vor. Trotz der russischen Proteste in jedem Fall. Und da auch seit 2015 hat keine Umsetzung dieses Minsker Abkommens stattgefunden. Mit Billigung und vor allen Dingen auch Unterstützung der EU, einfach um das Ganze auszusitzen und die Ostukraine auszuhungern. Und die NATO, EU und die WHM spekulierten, dass das ewig so weitergeht. Ich habe ein Fragezeichen dahinter gemacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Fall die NATO und EU davon ausgegangen ist, dass es so weitergeht, sondern dass es wahrscheinlich auf den Krieg haben ankommen lassen. Also wenn sie es aber spekuliert haben, dann war das leider falsch. Was ein großartiger Artikel ist, ist vom 22.02.2022 im Tagesspiegel, der: Ohne Ukraine ist Russland keine Großmacht. Die Überschrift täuscht ein wenig, weil wenn man den Artikel durchliest, sieht man, dass es seit 1997 diese Zersetzungsstrategie gibt, die darstellt, wie die USA
kann man wirklich nachlesen. Das klingt zwar so kitschig jetzt, mit der Ukraine und einigen anderen Ländern auf einer bestimmten Linie die wirtschaftliche und militärische Macht in der Welt sicherstellen, erreichen und langfristig umsetzen kann. Das klingt wirklich jetzt doof. Am besten man liest diesen Artikel selber durch, dann versteht man, was ich meine. Dieser Artikel erklärt wahrscheinlich zu 99%, warum wir jetzt diesen Krieg in der Ukraine haben. Deswegen, den sollte sich auf jeden Fall jeder durchlesen, bevor er hier vorzeitig ein Urteil fällt. Hier sind nochmal zum einen der Nachweis, auch ein Interview mit Lothar de Maizière, der sagt, der Westen hat nicht zugehört. Und hier nochmal ein Artikel vom Spiegel, damals bei der NATO-Osterweiterung hinsichtlich Polen, Ungarn und der CSSR. Da steht ganz klar drin, nach diesen allen Gesprächen, Beteiligten und Sichtung der Dokumente, danach kann es keinen Zweifel geben, dass der Westen alles getan hat, den Sowjets den Eindruck zu vermitteln, eine NATO-Mitgliedschaft von Ländern wie Polen, Ungarn oder der CSSR sei ausgeschlossen. Das heißt, es steht ganz hundertprozentig im Raum. Es sollte keine Osterweiterung der NATO geben, nicht einmal die Einbindung der Ex-DDR in dieses Gebiet. Und seitdem weiß jeder, der die Geschichte berücksichtigt, was danach passiert ist. Was auch sehr wichtig ist, um diesen Krieg zu verstehen, ist zum Beispiel dieses Interview mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, dem Andriy Melnyk, am 15.04.2021. Da hat er gefordert, entweder die Ukraine wird in die NATO aufgenommen oder die Ukraine entwickelt wieder eigene Atomwaffen und stationiert die. Und die Ukraine ist in der Lage, innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren tatsächlich Atomwaffen herzustellen und diese zu nutzen. Und das verstößt natürlich gegen alle Verträge, die damals geschlossen wurden, wo beschlossen wurde, ist, dass die Ukraine unabhängig werden kann. Das heißt, entweder NATO oder Atomwaffen. Und beides war natürlich für Russland ein absolutes No-Go. Und dieses Ultimatum ist am 15.04.2021 von dem Andriy Melnyk gesetzt worden. Auch das spielt sicher eine Rolle, um zu verstehen, was jetzt passiert ist. Man muss sich jetzt vorstellen, ich habe mal die Annalena Baerbock genommen, weil die jetzt als Außenministerin natürlich die deutsche Rolle in den Verhandlungen gespielt hat, wo es darum ging, bricht dieser Krieg aus oder bricht er nicht aus. Und wir haben halt mit harter Faust komplett reagiert. Annalena Baerbock hat sich darüber noch gefreut, dass sie praktisch dem Lavrov auch nach 30 Jahren noch mal eine runtergewatscht hat. Und der hat das aber die ganze Zeit, die 30 Jahre im Umgang mit Russland am eigenen Leib gespürt und hat immer wieder die andere Wange hingehalten. Und der Westen dachte tatsächlich, er kann Russland auch noch die nächste Zeit und bis immerhin wie ein Tanzbär am Nasenring in der Manege herumführen. Und das hat eben diesmal nicht funktioniert. Die NATO, EU und Deutschland haben sich in extremer Arroganz, Überheblichkeit, Respektlosigkeit dieser gesamten Ukraine-Krise genähert. Und die ukrainische Regierung hat sich natürlich komplett verpokert. Sie hat die ganzen Jahre jetzt nur Maximalforderungen gestellt, hat sich nicht um das Minsker Abkommen gekümmert, weil sie dachte, mit der USA, NATO und der EU im Rücken könnte ja überhaupt nichts passieren. Jetzt muss man sagen, dass selbst dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg in Jugoslawien damals auch von einer rot-grünen Regierung mitbefohlen und durchgeführt wurde. Das heißt, es ist jetzt der zweite dieser völkerrechtswidrigen Kriege, die in Verantwortungsbereich einer rot-grünen Regierung führen. Das heißt, es wurde eine sehr deutlich gekennzeichnete rote Linie durch die Ukraine, die EU, die NATO, Deutschland und die WHM bewusst überschritten. Und ich denke, vielen war die Reaktion entsprechend klar, weil sonst hätten die USA und Deutschland und andere westliche Länder nicht alle ihre Bewohner aufgefordert, die Ukraine vorher rechtzeitig zu verlassen. Das heißt, da war schon klar, wie sieht die konsequent aus, wenn auch der jetzige Vorschlag der Russen zur Lösung des Problems komplett zurückgewiesen wurde. Was kann man nur tun, um diesen Scheißkrieg so schnell wie möglich zu beenden? Was wir in den Ring werfen, sind die Wirtschaftssanktionen inklusive SWIFT mit dem Ziel, über härteste wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland diesen Krieg zu beenden und Russland so vielen Schaden wie möglich damit zuzuführen. Was immer vergessen wird, ist auch zu argumentieren, was könnten die wirtschaftlichen russischen Gegenmaßnahmen sein. Wir haben in den letzten Jahren in unseren Unternehmen sehr deutlich gemerkt, was sogar minder bemittelte Hacker allein über so einen primitiven Verschlüsselungstrojaner erreichen können. Wir können uns vielleicht an die Uniklinik in Gießen noch erinnern. Es gibt Publikationen, wie viele hundert Unternehmen, wie viele Milliarden Lösegeld von einer Erpressung gegangen waren. Diese Hacker waren im Vergleich zu den Profis absolute Amateure.
Wir wissen seit Edward Snowden und vor allen Dingen auch seit dem Pegasus-Programm, was sogar kommerziell verkauft wird, welche Möglichkeiten Hacker haben und dass keines unserer IT-Systeme weltweit sicher ist. Hier ist auch mal aus dem Dezember 2020 ein Beitrag mit verlinkt zu einem Artikel, wo aufgefallen war, dass die meisten US-Behörden bis zu den Atom-Apartments durch Hacker unterwandert waren und übernahmebereit waren. Und das zeigt, kein IT-System weltweit ist derzeit vor wirklich professionellen Hackern sichern. Und wenn ich Geräte mit Pegasus schon ohne Klick übernehmen kann, haben die Geheimdienste dieser entwickelteren Länder mit guten Cyberwar-Abteilungen haben viel, viel mehr Möglichkeiten, als es über Pegasus der Fall war. Und deswegen stellt sich die Frage, was wäre die ganze Welt ohne SWIFT? Hoffentlich reicht dann das eigene Bargeld wenigstens noch für Lebensmittel. Und es gibt noch welche. Und da gehe ich noch nicht mal davon aus, dass Angriffe auf die Lebensmittelversorgung, Energie, Finanzen, Verwaltung, Polizei und Ähnliches stattfinden könnten. Sondern ich denke, ein großer Punkt, warum SWIFT funktioniert, ist, dass alle Länder der Welt, vor allen Dingen die, die die entsprechenden Cyberwar-Fähigkeiten haben oder Hacker-Fähigkeiten haben, von diesem System gleichermaßen profitieren. Schließen wir Russland davon komplett aus. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum das jetzt so spät tatsächlich ernsthafter in die Diskussion kommt, besteht natürlich das gigantische Risiko, dass dieses SWIFT-System komplett lahmgelegt wird und dann für die gesamte Weltwirtschaft nicht zur Verfügung steht. Und nach dem, was man jetzt gehört hat in den Medien, welchen Schaden das Russland schon bringen würde, wenn die nicht mit dabei sind, kann man absehen, was es für die gesamte Welt bedeuten würde, wenn dieses SWIFT-System dann zum Beispiel von russischen Hackern lahmgelegt wird. Und das sind jetzt mal bloß die einfachen Dinge. Das heißt, so ganz einfach nur Russland mit den Maßnahmen zu treffen, wird es wahrscheinlich nicht sein. Jetzt möchte ich gerne nochmal auf ein Gedankenexperiment kommen, vor allen Dingen für die WHM unter euch. Das ist eins, was vielleicht gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen ist, nur mit dem konkreten Beispiel. Was wäre die angemessene Reaktion der NATO, wenn Russland eine Atomrakete in Köln explodieren lässt? Ich habe Köln bloß mal so als Beispiel genommen, weil ich hier ein Bild gefunden habe, was etwa dem entsprechen könnte, wie das aussieht, wenn so eine Atomrakete explodiert. Würden wir dann tatsächlich den Beistandsfall in Kraft treten lassen? Das wäre dann die Lösung all unserer wirklichen Probleme dieser Welt, wie die Doppelpunkte und Sternchen oder Hafermilch für alle zum Klima- und Tierschutz. Alle diese Probleme wären innerhalb von 1 bis 2 Tagen komplett gelöst. Oder wäre das erst das Signal, dass wir die Position des anderen wahrnehmen, verstehen und eine beidseitig akzeptierbare Lösung finden und damit die Welt retten? Also würden wir daraufhin als erste Lösung die Welt untergehen lassen? Oder braucht der Westen tatsächlich so ein Warnsignal, um dann erst auf die Position von Russland zuzugehen? Ich würde das nicht so weit abwarten lassen. Das wäre vielleicht das letzte Pokerspiel, was durchgeführt wird. Und ich würde vorher die Position von Russland auch aus Seiten der EU, der NATO und sowas ernst nehmen und mit Russland verhandeln, vor allen Dingen nach der Geschichte seit 1989. In der Zeit der Kuba-Krise, die damit durchaus komplett vergleichbar war mit dieser Situation, hat man es damals noch geschafft, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Und deswegen stellt sich mir inzwischen die Frage, ab wann lassen die WHM die Welt lieber untergehen, statt Respekt zu geben? Und das ist für mich eine ganz ernsthafte Frage. Jetzt kommen wir zu den Lösungsvorschlägen. Ich habe einen sehr interessanten Beitrag von der Else Köstner im Freitag verlinkt vom 24.02., in dem das Zitat drin vorkommt, wenn der Wunsch nach Frieden so absurd wirkt, dass die Menschen darüber lachen, dann ist Krieg. Und das ist passiert bei Anne Will am 20.02.2022, wo sich lachend hämisch Norbert Röttgen und Konstanze Stelzenmüller über Sarah Wagenknecht lustig gemacht haben. Das war die Situation, wenn der Wunsch nach Frieden so absurd wirkt, dass die Menschen darüber lachen, dann ist Krieg. Und das waren nicht einfache Menschen, das waren Spitzenpolitiker und Spitzenjournalisten unserer Gesellschaft. Und auch das, dieser Umgang mit so einer Situation, ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum es zu diesem Krieg gekommen ist. So, jetzt zu den Lösungsvorschlägen, zum ersten Aufruf. Wir müssen uns klar machen, der Kalte Krieg beginnt nicht jetzt,
fand seit 1989 statt und ist gerade heiß geworden. Bisher war es nur so, dass Russland das alles eingesteckt hat und deswegen nicht aufgefallen ist, dass dieser Kalte Krieg die gesamte Zeit lief und dass er jetzt heiß geworden ist, haben wir ja alle bemerkt. Norbert Röttgen und Co. haben seit 1989 erreicht, dass der verletzte russische Bär jetzt mit dem Rücken zur Wand steht. Das wollte ich mit den Bildern verdeutlichen, die auf den vorhergehenden Folien waren. Das heißt, wenn man sich das Bild vorstellt, ich finde auch das Bärenbild sehr gut, zum Beispiel von welchen, die in der Natur unterwegs waren, dass du einen Bär nie in eine Sackgasse treiben sollst. Deswegen war der Ausgang und die Reaktion jetzt nicht überraschend. Mit diesem Hintergrund, wenn man das Bild hat, dann wäre auch das Köln-Szenario in dieser Situation nicht überraschend. Und das wäre sogar logisch. Und dann vielleicht das letzte Pokerspiel. Sowohl die NATO als auch Russland haben natürlich dieses Strategieszenario, in dem man sagt, man startet eher mit einem Schuss vor den Bug. Das würde bedeuten, dass die erste russische Atomrakete eher in so einem Urwaldgebiet in Polen niedergeht, wo es vielleicht ein paar geschützte Tiere und Pflanzenarten trifft, aber möglichst keine. Oder wenn dann nur ganz wenige Menschen, also das Köln-Szenario ist nicht an erster Stelle, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und wir sollten uns darauf einstellen, wie die NATO reagiert, wenn eine Atomrakete zur Abschreckung als Schuss vor den Bug zum Beispiel in einem Urwaldgebiet in Polen in den nächsten Tagen explodiert, wenn nicht vorher die Vernunft langsam einkehrt im Westen und in der NATO. Und noch was, falls der Bündnisfall eintritt und das Ganze startet, dann spielt es danach absolut keine Rolle mehr, wer im Recht war. Wenn unser Planet und unsere Bevölkerung untergeht, und das war früher, vor der Wiedervereinigung, jedem Kind in der Grundschule klar, dann ist diese Welt verloren. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, wer im Recht war. Und dass die WHM sich immer fühlt, dass sie im Recht ist, ich kann nur sagen, WHM wacht auf. Beendet diese Scheiße, stellt euer Ego zurück und schafft endlich Frieden. In der Kuba-Krise haben John F. Kennedy, Nikita Khrushchev und Fidel Castro das gelöst. Und zwar deshalb, weil sie sich in die Lage des anderen versetzt haben, obwohl sie eigentlich aufs Stärkste verfeindet waren. Und heutzutage gelingt uns das nicht mehr. Warum wohl? Also können wir dieses, was damals Kennedy, Khrushchev und Castro konnten, heute nicht mehr. Und zerstören wir in dieser Kuba-Krise 2.0 unsere Menschheit. Die Herrenmenschen damals zwischen 1933 und 1945 sind zu spät aufgewacht. Heute wären die Folgen schlimmer und wahrscheinlich wären sie diesmal endgültig. Und deswegen wacht auf und weckt unsere Regierung, bevor es für alle von uns zu spät ist. Haltet endlich die Versprechen, auch die von 1989 oder 90. Echte Kriege von allen Seiten, nicht nur von Russland, auch von der NATO. Legt das Herrenmenschentum ab und versetzt euch auch wieder in die andere Seite. Und das habe ich zusammengefasst als kämpft, aber friedlich für den Frieden, aber kämpft. Der zweite Teil des Aufrufs ist, selbst wenn Russland jetzt nochmal nachgibt und die Köln-Variante noch nicht zieht, es gibt in diesem Konflikt keine Gewinner und Verlierer, sondern entweder nur Verlierer, und wie sehr der Verlust, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, oder wenn wir schnell und vernünftig reagieren, kann die ganze Welt daraus gewinnen, zumindest für die Zukunft. Und deswegen mein weiterer Aufruf, auch wenn vieles von dem extrem klischeehaft klingt, so ist es doch nicht weniger wahr und weniger wünschenswert, auch wenn es wahrscheinlich komplett idealistisch ist. Armeen aller Länder weigert euch, in diesem Krieg zu kämpfen, aller Länder, der von der NATO genauso wie den von Russland und den von der Ukraine. Und Ukrainerinnen und Russinnen, legt die Waffen nieder und kämpft nicht gegen eure Brüder und Schwestern, vor allem nicht im Interesse des Westens wie jetzt. Ukrainerinnen, wenn ihr in einer friedlichen Welt leben wollt, fordert den Westen auf, die Versprechen von 1989 zu erfüllen und bleibt so lange neutral. WHM, legt das Herrenmenschentum ab und versetzt euch auch wieder in die Gegenseite. An die Regierung der Welt, schafft endlich wieder Frieden und Sicherheit, statt egoistischen Machtinteressen zu folgen. An Presse und Journalist, Sternchen, Doppelpunkt, Sternchen, Sternchen, insbesondere auch im Westen. Lasst die Propaganda und Hetze
und lernt wieder Objektivität. Seid wieder Journalisten und nicht Ideologen, wie derzeit. Für Ideologen hat Pressefreiheit keine Berechtigung. An die unbeteiligten, aber ebenfalls betroffenen Weltregionen. Hofft und redet den Kriegstreibern weltweit in West und Ost, in Süd und Nord ins Gewissen. Aber ohne euch selbst als Herrenmenschen zu verstehen. Und jetzt kommt mein Vorschlag an jeden. Stellt bis zur Beendigung des Ukraine-Krieges jeden Tag, den es möglich ist, von 19 bis 20 Uhr eine brennende Kerze in ein straßenseitiges Fenster. Dadurch sieht man, dass man nicht allein ist, das ist friedfertig und es schafft keine neuen Waffen in ein Gebiet, wo sie nur noch mehr Leid schaffen, als sowieso schon entstanden ist. Und jetzt kommen meine konkreten Vorschläge an die deutsche Regierung und vor allen Dingen auch an unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die sich bisher eher für den Krieg als gegen den Krieg eingesetzt hat. Die Gliederung der Vorschläge ist so, wie sie in der Reihenfolge durchgeführt werden sollten, damit sie Erfolg haben. Als erstes Entschuldigung an Serbien für den Angriffskrieg 1999 durch die NATO. Als zweites dann ein Angebot einer Entschädigungszahlung, was weiß ich, so zwischen 25 bis 50 Milliarden an Serbien durch Deutschland, mit der Zusage zu versuchen, dass sich andere Länder der NATO an diesen Entschädigungszahlungen beteiligen und die entsprechend dann aufstocken. Als drittes Bitte um Waffenstillstand in der Ukraine gegen folgende Sachen. Anerkennung der unabhängigen Republiken Luhansk und Donetsk. Als zweites Neutralität der Ukraine, also keine Aufnahme in die NATO und EU, aber weitere Existenz als unabhängiger Staat. Neutralität von Luhansk und Donetsk. Und als letztes Anerkennung des aktuellen Status quo der Krim. Ich denke, mehr oder weniger wird man um diese Bedingungen nicht herumkommen und wird ein Ergebnis sein, egal wie lange der Krieg geht oder wie kurz der Krieg geht. Und er sollte so kurz wie möglich gehen. Und wenn am Schluss diese Bedingungen sowieso rauskommen, dann sollte man die auch jetzt auf den Tisch bringen und nicht erst nach tausenden weiteren Opfern und unsäglichen Zerstörungen. Der vierte Punkt wäre dann Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Als fünftes danach dann die Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen gegen Russland und als sechstes die Zusage, dass es Ziel ist, eine europäische Sicherheitsordnung mit Russland bis 2025 zu schaffen. Das siebte ist, dass es auch das Ziel ist, eine europäische Wirtschaftsordnung mit Russland bis 2025 zu schaffen und danach als achtes gegebenenfalls mit Zustimmung Russlands, gemeinsame und zeitgleiche Aufnahme von Russland, der Ukraine, Luhansk und Donetsk in diese europäische Sicherheits- und Wirtschaftsordnung, zum Beispiel ab 2030. Ich finde, der einzig gangbare, sinnvolle und langfristige Weg, am Schluss alle als Gewinner dastehen lassen kann, ist, sich die Hand zu reichen, statt in einem Atomkrieg zu enden. Ich denke, es ist absolut höchste Zeit, nach 1989 jetzt endlich zu einer Zäsur zu kommen und diese Konfrontationspolitik, die seitdem besteht, endlich zu beenden. Als vorletztes möchte ich jetzt aufklären, was ich unter WHM verstehe. Das sind für mich die westeuropäischen Herrenmenschen oder im Gedanken ist es mehr für mich, wenn ich an Deutschland denke, die westdeutschen Herrenmenschen. Was ein Herrenmensch ist, ist ganz gut, die Definition in der Wikipedia zu finden. Ich würde empfehlen, jeden das mal ganz in Ruhe durchzulesen. Ich habe den vordersten Ausschnitt dieser Definition von Friedrich Nietzsche hier reingenommen. Die vornehme Art Mensch fühlt sich als wertbestimmt. Sie hat nicht nötig, sich gutheißen zu lassen. Sie urteilt, was mir schädlich ist, das ist an sich schädlich. Sie weiß sich als das, was überhaupt erst Ehre den Dingen verleiht. Sie ist werteschaffend. Und es geht noch ein bisschen weiter. Eine Frage, die an junge Leute häufig gestellt wird, wie konnte es dazu kommen, dass sich in der dunklen deutschen Vergangenheit ein großer Teil der Menschen als Herrenmenschen gegenüber den Untermenschen in Russland und anderen Ländern fühlte? Eine typische Frage aus dem Geschichtsunterricht. Was ist also dieser Herrenmensch von heute? Er setzt den Maßstab von Moral, Gesellschaft, Staatsordnung und Rechtssystem. Er ist wertebestimmt in Lebensweise und Weltanschauung. Er ist Vorbild und Wegweiser zu Demokratie, Wirtschaft, Medien, Ökologie, Menschenrechten, Klima- und Umweltschutz, Gleichberechtigung, Schwulen- und Lesbenrechte,
und vor allen Dingen auch zu gendergerechter Sprache. Er ist Herrin und Richterin über Krieg und Frieden. Er ist Unterscheiderin zwischen demokratischen Kräften und Terroristen. Also siehe zum Beispiel die Mujahedin in Afghanistan 1980. Der westeuropäische oder westdeutsche Herrenmensch fühlt sich als Krönung der Schöpfung, als Maßstab für alle anderen. Der westdeutsche Herrenmensch weiß gerne den richtigen Weg, ganz besonders als Journalist oder Politiker. Und wenn wir jetzt schauen, wem weisen wir den richtigen Weg, wo wissen wir ganz genau, wie es besser geht und dass wir die Besseren sind, dass wir die Herrenmenschen sind über die Untermenschen, dann fällt uns das ganz schnell auf für Russland, China, Ostdeutschland, für Chemnitz, da kenne ich das ganz persönlich, weil ich aus Chemnitz komme, für Ungarn, für Polen oder die USA unter Trump oder alles Ähnliche. Die alles richtig machen, die alles genau wissen, die richtigen Werte haben und der Welt sagen können, wie alles richtig geht, ordentlich geht und was Recht und Ordnung ist, das sind wir, die westdeutschen Herrenmenschen. Wie viel sich jeder davon betroffen fühlt, sollte jeder sehen, wenn er mal in den Spiegel guckt und darüber nachdenkt und seine eigene Sicht auf die Welt betrachtet. Und dann weiß jeder, wie weit er eventuell davon betroffen ist. Und was ist die Folge davon? Meiner Meinung nach sind das die Kriege der letzten Jahre, viele Konflikte auf dieser Welt. Das ist der Boykott Olympischer Spiele, die Spaltung Deutschlands und sicher noch vieles andere. Vielleicht ist es tatsächlich darüber nachzudenken, wann wollen wir aufwachen? Wollen erschreckt feststellen, es konnte doch wieder dazu kommen, dass wir uns als Herrenmenschen fühlen und vor allen Dingen jetzt einen Weg suchen, wie kommen wir daraus wieder raus? Ganz zum Ende wollte ich ja unbedingt noch was ganz Persönliches sagen. 1989 hätte ich niemals, niemals für möglich gehalten, was passiert ist in den letzten 30 Jahren. Und auch niemals, dass es zu so einem Krieg kommen würde, dass Russland die Ukraine überfällt. Ich bin wirklich extrem tief entsetzt und habe extreme Schmerzen, wenn ich an die Betroffenen in der Ukraine denke. Ich bin eigentlich tatsächlich schockiert und fühle mich total hilflos über diesen Zynismus von EU, NATO, Russland und der ukrainischen Regierung, denn alle vier Parteien sind natürlich daran beteiligt von dem, was jetzt passiert. Und das erste Mal, wo ich dieses hilflose, entsetzte Gefühl hatte, war damals tatsächlich 1999 bei der Zerbombung von Jugoslawiens. Das hat für mich viel schlimmer gewirkt als zum Beispiel Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien oder damals auch Vietnam, weil ich das noch nicht so richtig mitgekriegt habe. Aber das war für mich das erste Mal so ein Effekt, wo ich gesagt habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und seitdem habe ich eben gemerkt, es gibt dieses tatsächlich vernunftbefreite Europa, insbesondere in Politik und Medien. Und tatsächlich, was ich auch dachte, was 1989 beendet war, ist wieder die Angst tatsächlich vor dieser kompletten atomaren Vernichtung der Welt. Und das ist meiner Meinung nach wegen genau dieser WHM-Entwicklung. Und deswegen bin ich so aufgewühlt und auch tief enttäuscht von Deutschland und vor allen Dingen auch den WHMs. Und in dem Fall denke ich an westdeutsche Herrenmenschen. Viele haben mich gefragt, warum ich denn solche Videos mache, wie auch das letzte über Peken und ob ich nicht über mein eigenes Risiko nachdenke. Ja, ich habe darüber früher nachgedacht. Ich weiß, dass ich vielleicht auch mit den Videos in dem Deutschland, wie es heute existiert, mein Leben oder Gesundheit aufs Spiel setze, dass ich das Risiko eingehe, dass mir irgendwas untergeschoben wird mit Pegasus oder was auch immer. Und natürlich Diskriminierung für bestimmte Meinungen sind in Deutschland ja auch schon überall an der Tagesordnung. Also ja, ich sehe das eigene Risiko. Und ich sehe das Hauptrisiko halt von rot-grünen Aktivistinnen oder von WHMs oder in diesem Fall jetzt bei diesem Video vielleicht von Ukrainerinnen oder Fundamentalisten. Aber ich habe die ersten 45 Jahre in meinem Leben mehr erlebt, als viele in drei Leben erreichen. Und ich denke, jeder Mensch sollte Verantwortung übernehmen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es tatsächlich um das Überleben des Lebens geht in den nächsten Jahren. Auch wenn das den meisten WHM vielleicht noch nicht ganz so bewusst ist. Und es gibt halt viel Wichtigeres im Leben als Geld, Doppelpunkte oder Sternchen oder Hafermilch. Und das ist der Grund, warum ich mich für diese Videos entschieden habe. Ich wollte nochmal darauf eingehen, alles, was ich als Inhalten produziere,
gerade in diesen Videos und auch als Präsentation oder bei meinen Websites, steht in der freien Lizenz CC BY. Das hat folgenden Hintergrund, dass jeder diese Inhalte nehmen kann, bei sich sichern kann und auch an anderen Stellen wieder veröffentlichen kann. Und wenn ich jetzt Menschen unter euch mit Dank oder Hass überschütten möchte, dann findet man die entsprechenden Kontakte und Informationen relativ einfach im Netz. Und es gibt aber auch über meine Imker-Bildungsprojekte die Möglichkeit, mir zum Beispiel einen Kaffee auszugeben. Jetzt ganz zum Schluss wollte ich nochmal zu dieser Entstehung von dem Krieg eingehen. Nachdem also NATO, EU und Deutschland also den Vertragsvorschlägen durch Russland den Mittelfinger gezeigt haben, bin ich damals davon ausgegangen, dass Russland nach dem Ende der Olympischen Spiele den Donbass besetzt. Und mehr konnte oder wollte ich mir damals nicht vorstellen. Deswegen war ich auch extrem schockiert und entsetzt, als jetzt dieser Komplettangriff auf die Ukraine erfolgt ist. Inzwischen habe ich darüber extrem viel nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das nach allen Umständen, die bekannt sind, tatsächlich noch die einzige übrig gebliebene Handlungsoption für Russland bei all diesen bekannten Faktoren war. Nach diesen 30 Jahren und dem nicht akzeptierten Stopp über diese Vertragsvorschläge war das für mich, um bei Merkel zu bleiben, alternativlos. Und deswegen stellt sich mir auch jetzt nach diesen ganzen Überlegungen die Frage, hat sich die NATO und die EU tatsächlich nur verpokert oder war dieser Krieg mit diesem Mittelfingerzeigen beabsichtigt? Immerhin haben sie vorher tatsächlich ihre eigenen Landsleute alle aufgefordert, komplett und vollständig die Ukraine zu räumen. Also die Frage ist, sollte die Ukraine es genauso geopfert werden, wie es jetzt erfolgt? Und sollten sich tatsächlich diese beiden ehemaligen Bruderländer gegenseitig bekämpfen? Ich lasse das mal als Frage stehen. Und jetzt, was wir ja sehen, ist, dass die NATO und Deutschland auf möglichst viele Tote hofft. Sie wird nicht müde, in allen Interviews zu verlangen, dass es möglichst viel Widerstand gibt, viele Waffen dorthin kommen, der Krieg lange und verlustreich wird. Und das wird in den Medien permanent jetzt betont. Und egal wie dieser Kampf ausgeht, mindestens 2 Drittel des Leids und des Schadens bleibt in dem Land, wo der Krieg geführt wird, also in der Ukraine. Das heißt, jeden Schaden trifft die Ukraine wahrscheinlich mit 2 Drittel im Gegensatz zu Russland mit maximal 1 Drittel. Das ist eine Schätzung, es kann auch viel schlimmer sein. Und ich hoffe, dass die berechtigte Wut der Ukrainerinnen über diesen Krieg sich irgendwann drittelt auf ein Drittel Russland, ein Drittel EU, NATO, USA und 1 Drittel die eigene Regierung. Weil ich denke, dass das die Verantwortung an diesem Krieg wohl am nächsten abbildet. Und wenn ihr darüber sauer und wütend seid, verstehe ich das auch. Aber das ist meine Meinung zu diesem Krieg. Und ich bin der Meinung, das sollte so schnell wie möglich beendet werden. Und ich weiß auch, wenn das für Ukrainerinnen unmöglich klingt und vielleicht für mich in derselben Situation auch unmöglich wäre, die beste Lösung wäre, jeder Ukrainer, jede Ukrainerin legt die Waffe nieder, hört auf jeden Fall komplett auf, von einer Minute zur anderen zu kämpfen, geht nach Hause und sieht, wie die diplomatische Lösung nach diesem Waffenstillstand aussieht. Ich denke, es würde irgendwo so rauskommen, wie ich den Vorschlag für die deutsche Regierung gemacht habe, aber ohne weiteres Leid, Blutvergießen. Und wie in Serbien kämpfen die Leute bisher noch mit den Folgen dieser extremen Zerbombung in den 78 Tagen durch die NATO. Und das ist jetzt 22 oder 23 Jahre her. Und es wäre eine Katastrophe, wenn das Gleiche auch die Ukraine trifft. Es geht nicht darum, wie viele Schmerzen man auch Russland zufügt, weil egal wie schlimm das wird, egal wie heroisch die Ukraine kämpft, am Schluss muss in meiner Schätzung nach mit wenigstens 2 Drittel von dem Elend, den Katastrophen und den Folgen von diesem Krieg hinkommen. Das lohnt sich nicht. Und wenn nach diesen ganzen Zerstörungen tatsächlich nichts Besseres rauskommt als das, was man jetzt als Vorschlag unterbreiten könnte, dann macht es keinen Sinn, dieses Leid jetzt noch herauszufordern. Das wäre meine Idee. Ob ich sowas könnte in so einer Situation, ich weiß es nicht und ich verstehe auch, wenn das nicht passiert. Aber das wäre meiner Meinung nach die Variante, wo das wenigste Leid davon entsteht. Danke fürs Zuhören.